Moin zusammen! Momentan läuft das wohl traditionsreichste Turnier der Welt, nämlich Wimbledon. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es von den Herstellern für die großen Turniere oft neue Kollektionen, aber es gibt nie für ein anderes Turnier so viele Specials wie eben für das Turnier, was gerade in London läuft. Und ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick aus dem Sortiment von den Specials für Wimbledon zeigen. Viel Spaß dabei! Da Wimbledon nun mal ein Rasenturnier ist, fangen wir auch direkt mal mit einem reinen Rasenschuh an. Sowas gibt es nicht oft zu kaufen, wir haben sie trotzdem da. Hier in dem Fall der Pro Pulse 4 in der Grasversion. Ihr seht das schon hier, eine reine Noppensohle, also rein für Gras zu benutzen. Das Ganze aufgelegt auf dem Pro Pulse 4, den kennt ihr wahrscheinlich schon, sonst habt ihr die Videos bei uns noch zum Gucken auf dem Kanal. Hier rein typisch weiß, wie sich das für Wimbledon gehört. Wer den Pro Pulse eben noch nicht kennt, in ganz kurzen Worten, sehr, sehr sportlicher Schuh, auch wenn er ein bisschen größer oder vielleicht sogar positiv klobig aussieht, sehr leicht dafür, gut zu arretieren, hier oben und hier unten durch die Schnallensysteme, sehr gut an den Fuß anzupassen. Insgesamt für mich einer nach wie vor meiner Lieblingsschuhe. Hält sehr, sehr lange, ist super freundlich zu tragen, sehr, sehr angenehm. Hier in der Wimbledon-Version bitte angucken. Was wäre Wimbledon ohne Schläger? Genau, dann würde es nicht so viel Spaß machen. Deswegen gibt es hier eine Wimbledon-Edition des Babula Aero Pro Team. Am Schläger an sich hat sich natürlich nichts geändert. Hier nur die Cosmetics, wie die Amis sagen würden. Also das Äußere hat sich geändert, ganz normal in Wimbledon-Farben gehalten. Das Grün ist dabei, das Lila ist dabei oder Violett, wie manche sagen. Weiß ist dabei, ansonsten der gleiche Schläger, finde ich aber ein sehr, sehr nettes Gimmick. Wenn ihr noch einen zusätzlichen Schläger sucht zum Beispiel, falls ihr den sonst schon spielt, falls ihr mal eine Farbvariante haben wollt, hier zugreifen, der Babula Aero Pro Team. Kommen wir zum Outfit des aktuellen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Dieses Shirt besteht komplett aus Meshmaterial. Neben ganz vielen feinen Linien und gut angepassten Farben, eben auch zu den anderen Nike-Schuhen, die ihr beim Swoosh und auch bei dem Bull-Logo von Rafa findet, gibt es hier als hohes Merkmal am Rücken diese Öffnung. Denn wem dieses reine Mesh hier noch nicht genug ist, der hat da noch zusätzliche Luftlöcher. Insgesamt ist das Shirt ultra dehnbar, sehr, sehr leicht und natürlich extrem luftig einfach. Wie gesagt, nur Mesh. Darin ist das Schwitzen eigentlich fast gar nicht mehr möglich, ist total angenehm zu tragen. Wenn ihr richtig braun seid, kann man das sogar ein bisschen dadurch sehen, was aber nicht schadet, sondern es ist wirklich angenehm zu tragen. Es sieht top aus, es fällt angenehm, es ist so ein bisschen dieses typische Dry-Fit. Es ist null synthetisch, sondern ein bisschen Baumwoll-Feeling dabei. Ich finde es ein Top-Shirt. Ebenfalls in klassischem Wimbledon-Weiß gibt es hier noch einen Schuh, der Nike Luna Ballistec. Ein extrem Hightech-Schuh, sehr, sehr neu noch. Ganz, ganz leicht, ganz, ganz neue Materialien, eine eigene Fußform, finde ich, die hatte Nike vorher so noch nicht angeboten. Eigenes Schnürsystem dabei, einfach ein Hightech-Schuh. Gucken wir uns jetzt kurz im Detail an. Wenn ihr gerade die Fußball-WM ein bisschen verfolgt, seht ihr diesen riesigen Swoosh ganz, ganz oft auf den Schuhen. Das Design ist ein bisschen an diese Fußballschuhe angelehnt, für meine Begriffe zumindest. Hoher Trage- und Komfort ist hier garantiert durch dieses Schnürsystem. Bisschen angelehnt an die Schnürsysteme von den Vapers. Ihr könnt an jeder einzelnen Öse hier das sehr, sehr genau ziehen, eurem Fuß anpassen, top Tragekomfort. Dafür gibt es zumindest für mich sehr neuartige Materialien. Das Ding ist sehr, sehr leicht, sehr angenehm zu tragen. Die Luftzirkulation ist hier angenehm, auch wenn es eigentlich ein durchgehendes Material ist. Da ist trotzdem genug Platz bzw. genug Raum und Luft für Luft. Insgesamt sehr gut gedämpft, ein bisschen, zumindest für meine Fußform, angenehmer zu tragen als die normalen Cord Ballistec, die Nadal sonst trägt. Sehr, sehr gelungenes Ding. Schaut ihr euch bitte bei uns im Shop an, da gibt es auch andere Farbvariationen der Luna Ballistec. Ein ganz klassischer Vertreter des Rasentennis ist nach wie vor der Schweizer Meister Roger Federer und für den gibt es auch neue Schuhe. Das ist der Zoom Vapor Tour 9.5 Federer. Nicht nur weiß, sondern auch hier der Swoosh in diesem Goldton. Den sehen wir gleich noch eben beim Shirt. Komplett passend, Ton in Ton dazu. Wir haben schon ein eigenes Video dazu gemacht. Bei den Vapers 9.5 ist zu den 9ern eben unterschiedlich. Hier vorne ist wieder Mesh-Bereich eingesetzt. Hier ist insgesamt viel mehr Mesh eingebaut. Das heißt noch mehr Luft, noch leichter. Ich glaube 10-15 Gramm weniger als die Vorgängerversion. Sehr angenehm zu tragen. Wie gerade schon erwähnt, hier das Schnürsystem. Ihr könnt das damit sehr, sehr genau an euren Fuß anfassen. Insgesamt sehr schick geraten. Ihr findet hier diese Sublimationsgrafik.
und der Swoosh ist nicht mehr drauf genäht, sondern drauf gedruckt, eben wie gesagt in den Farben passend zum Shirt. Der neue Zoom Vapor Tour 9,59.5, Entschuldigung, Federer. Wenn wir schon von klassisch Rasentennis und Federer sprechen, darf natürlich auch ein klassisches Poloshirt nicht fehlen. Das ist das Nike Premier Roger Federer Polo. Wenn das im Fernsehen zum Beispiel rein weiß aussieht, sei euch hier gesagt, guckt euch bitte das hier im Detail an. Sehr, sehr fein gewebt, es gibt Längsstreifen und ganz viel Luftdurchlass. Das ist ein Dreifit-Material, fühlt sich aber sehr baumwollartig an und ist damit für mich das klassischste, ich sag mal, Wimbledon-Oberteil, das Federer seit langem dabei hatte, weil das ist fast traditionell wie die alten Baumwoll-Shirts. Dreifit, diese Mesh-Einsätze und überhaupt der Stoff, die weiten Waben, die ihr gerade schon gesehen habt, bringen sehr, sehr viel Dehnungsfreiheit mit. Ihr könnt euch darin frei bewegen, ihr werdet nicht nass da drin. Der Stoff ist sehr angenehm zu tragen. Ganz normal, etwas schmalere Passform, wie das für Federer normalerweise einfach gehört. Das Nike Premier Roger Federer Polo. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was für eine Vielfalt wir im Shop haben. Schaut bitte auf centercourt.de vorbei, da findet ihr noch deutlich mehr. Kleiner Tipp, nehmt die Suchfunktion, tippt oben Wimbledon ein, da habt ihr immer die aktuellen Sachen. Ihr könnt aber auch, wir haben ja die Tour-Player-Shops integriert, einfach da klicken, da seht ihr auch die aktuellen Variationen und Kollektionen. Schaut bitte mal durch. Einige von den Sachen, die ich euch vorgestellt habe, gibt es auch in anderen Farbvarianten, nicht rein nur für Wimbledon. Klickt einfach mal durch, centercourt.de. Ihr wisst eh Bescheid, wo ihr es findet. Bis zum nächsten Mal und tschö.